Mein Name ist Peter Pinzerle, ich bin Koch in der Mensa am Hubland und heute koche ich mit euch hausgemachte Frikadellen. Dazu brauchen wir gemischtes Hackfleisch, Senf, ein Ei, Brötchen, Petersilie, Butterflocken, Zwiebel, etwas Paprika und Öl zum Braten. Als ersten Schritt weichen wir das Brötchen im lauwarmen Wasser ein. Jetzt schneiden wir die Zwiebel in feine Würfel und diese ziehen wir in heißem Fett nun an. Einfach ein paar Minuten mitschwitzen, bis sie etwas glasig werden. Die Petersilie hacken wir einfach ein bisschen grob durch. Als nächsten Schritt bereiten wir die Hackmasse zu. Nun nehmen wir das Brötchen aus dem Wasser heraus, drücken es gut aus und fügen das zur Hackfleischmasse hinzu. Zur Hackmasse fügen wir dann die angeschwitzten Zwiebeln hinzu, Senf, ein Ei, gehackte Petersilie, Salz Pfeffer und etwas Paprika. Und nun vermengen wir die Hackmasse und kneten sie nun zu einer homogenen Masse. Wenn alle Zutaten gut vermengt sind, dann ist die Hackmasse fertig. Und anschließend formen wir das Hackfleisch zu Frikadellen. Als letzten Schritt braten wir die Frikadellen nun in heißem Butterschmalz aus. Die Frikadellen braten wir nun von jeder Seite 3 bis 4 Minuten an, bis sie eine schöne goldbraune Farbe haben. Zum Schluss tun wir zu den Frikadellen 2 bis 3 Butterflocken noch dazu und schwenken sie dann schön in der Pfanne damit aus. Und immer wieder mit der Butter schön übergießen. Das gibt einen sehr guten Geschmack zum Schluss. Nun sind die Frikadellen fertig und als Beilage empfehle ich euch Kartoffelpüree, Salzkartoffeln oder Kartoffelsalat. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Damit die Panade beim Braten ganz schön aufgeht. Das Schnitzel in Mehl, dann in die Ei-Milch-Mischung und zu guter Letzt in Paniermehl wenden.